Spawn vielleicht noch in mir. Heißt das jetzt, hier ist eine Kugel oder hat er sie jetzt dabei? Ja, und jetzt jagt er auch noch. Wie soll ich denn das machen, wenn er mich gerade weggezogen hat? Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video und befinden uns heute wieder in Ghost Watchers. Und ihr seht auch schon, in der Highschool. Und natürlich diesmal auch auf schwer. Diesmal habe ich dran gedacht, das umzustellen. Und ja, erstmal müssen wir jetzt unser geilen Stuff wieder ins Haus reinbringen. Natürlich immer ein bisschen nervig, aber ja, es geht eigentlich relativ zügig. Genau, das seltsame Geräusch wieder. Ihr liegt schon wunderbar. So, und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Geist, und zwar der Vampir. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und danach hoffe ich auf ein baldiges Update, damit neue Geister da sind, die man jagen kann. Was brauche ich noch? Genau, dich will ich mit den D3 nehme ich als letztes mit, denn die brauchen wir hinterher noch. Schau mal, verfluchten Spiegel nutzen. Ja, so schau ich aus. Zeichnung. Achso, Video auf, also ein Foto machen wahrscheinlich. Verfluchtes Kinderspielzeug im Auto mitnehmen und identifizieren Sie den Geist beim ersten Mal richtig. Okay, also ich muss eigentlich sonst nichts mitnehmen. Dann trage ich jetzt das Radio solo rein. Das war irgendwie echt ein bisschen beschissen. Wir brauchen einfach noch zwei Gegenstände, die wir immer zu 100% drin haben müssen. Oder, ja gut, die zwei sollten wahrscheinlich für die Quest so ein bisschen so. Videocam und Fotoapparaten hätte man natürlich auch jetzt ein Fotoapparat mitnehmen können, aber können wir auch später machen. So, aber jetzt gehe ich erstmal mit den drei Gegenständen rum. Und ja, ich hoffe, dass wir fündig werden. Wir haben leider nichts mit Türen oder sonstigem Schlüssel. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen doof. Denn das war sonst immer ganz schick. Aber vielleicht sehen wir hier spontan den Spiegel. Da wäre jetzt natürlich eine Videocam ganz praktisch. Da wird man das Leuchten vom Spiegel besser sehen. Aber joa, jetzt auch nicht. Gut, ich habe den Spiegel gefunden. Ja, aber mit dem spiele ich jetzt noch nicht. Und ich frage mich, wie der Spiegel so liegen kann. Da merkt man schon, dass er verflucht ist. Hier ist alles clear. Wir haben noch keinen Ausschlag. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben auch noch keine Fußspuren oder sowas. Also wahrscheinlich, vielleicht hat dieses Wesen keine Fußspuren oder sowas. Aha. Es ist radioaktiv. Zweier, Dreier, Dreier. Komm schon, da geht noch was. Da geht noch was. Wo bist du hin? Dreier, Dreier, Dreier. Nur ein Dreier. Und Temperatur ist bei... Wo bist du hin? Hey, du müsstest immer noch hier sein. Nee. Wo ist es hin? Hier durch die Tür? Nö, dann ist es hinten raus. Okay, wir müssen hier weitersuchen. Hallo, ich bin nicht da. Okay. Wo bist du jetzt hin? Alter, mach mich nicht narrisch. Wo bist du jetzt schon wieder hingegangen? Da drin? Hä? Hä? Oder war er unten? Kann auch sein, dass er unten gewesen ist. Weil er halt gerade genau unter mir war, deswegen hatte ich einen radioaktiven Ausschlag. Könnte vielleicht sein. Mhm. Er ist hier irgendwo in der Nähe. Zweier? Hier drin? Dreier? Dreier? Es geht nicht höher als ein Dreier. Und Temperatur ist bei plus minus 5. Aha. Hier, hier, hier. Nein, ja, doch. Aber niedriger wird sich. Und hier ein Dreier. Okay. Minus 5 plus 5 und ein Dreier. Und hier haben wir 100 bis 500. Hier ist noch nichts. Okay. Aber da war auch noch nicht. So. Ich hoffe, das wird ungefähr stimmen. Dass wir nämlich das hier und ein Dreier. Das wäre die Nonne oder ein Poltergeist. Wir haben keine Fußspuren. Das wäre wie schon wieder die Nonne. Oh mein Gott, eine Klosterschule. Nein. Hör mir auf mit dem Scheiß. Wehe, du bist eine Klosterschule. Wehe, du bist eine... Du bist eine... Also, du kannst, aber... Hör mir auf. Warum? Was habe ich dir getan? Warum? Ich finde die Nonne cool. So ist es nicht. Aber wieso kommt sie so häufig? Falsche Wortwahl. Warum erscheint sie so häufig? Wieso haben wir sie so häufig? Ja, das macht alles nicht besser. Ich habe jetzt schon dicke Gänsehaut. Was brauchen wir nochmal? Das Kruzifix, ne? Ja, Kruzifix gegen die Nonne. Sollte es ein Poltergeist sein, bräuchten wir was anderes. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal auf die Nonne. Und ja, ja, gegen die brauchen wir das heilige Feuer. Okay, dann gehen wir mal auf die Suche nach den Bubbles. Also wie gesagt, nichts gegen die Nonne. Aber so ein bisschen nervig, ein bisschen langweilig. Hier ist noch alles clear. Jupp.
Dann suchen wir sie mal. Oder zumindest ihre Bubbles. Genau, wie gesagt, ne? Es könnte auch eine Fehleinschätzung sein, dass wir einfach nur nie in die richtigen Spots geschaut haben mit den Fußspuren. Da hätten wir einen Poltergeist, aber... Oder dass wir zum Beispiel nicht lang genug da waren, um die richtige Temperatur der EMF mitzukriegen. Hätte auch sein können. Wie gesagt, nichts gegen die Nonne, aber... War da ein Bubbel? Ja, okay, ist nur das Feuer. Ich dachte gerade, das klang komisch, aber okay. Und der Nonne... Boah. Ich wollte gerade sagen, der Nonne richtig ist auf jeden Fall nicht aggro oder sowas. Also irgendwas Langweiliges. Um das klar zu sein. Hä, in welchem Klassenzimmer bin ich? Ah, okay, hier bin ich. Jetzt muss ich ganz schnell laufen, weil sonst wird das Ganze ein bisschen sehr eng. Hätte man den Spiegel mitnehmen können? Ja, wir nehmen den Spiegel mit. Oh, oh. Wir lassen ihn direkt wieder fallen, denn, na, jetzt weiß sie, dass wir ihn in der Hand hatten. Und jetzt gleich kriegt sie einen Ausraster. So, bupp. Hier ist alles clear. Hier haben wir auch noch nichts. Nö. Ah. Sie macht mich fertig. Sie macht mich fertig. I want to be the very best. Like no one ever was. Hier drin waren wir. Hier war auch der Spiegel. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo Bubble haben. Die sind ganz gerne hier hinten drin. Die Bubbles sind ganz gerne hinten drin. Mhm. Es ist echt schwierig, wenn man in der Schule ist, hier nicht irgendwie zweideutig zu reden, zu denken. Das ist einfach noch... Das ist einfach Schule. Das ist einfach Schule. War versaut, schweinisch. Aber man war... Ja, man war halt noch jung. Deswegen hat man natürlich so gedacht, aber, ne? Ich finde hier keine Bubbles. Entweder sind wirklich alle... Wahrscheinlich werden es momentan nur zwei sein, also alle zwei sind oben. Aber ich werde langsam skeptisch, ob wir die Nonne haben, weil ich immer noch keinen Bubble habe. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt gleich fündig werden. I want to be the very... Ich weiß nicht, warum ich jetzt in Ohren gucke. Also doch, ich weiß schon, weil ich es gesungen habe. Klar, aber... Warum? Ist alles clear? Okay, immer noch kein Bubble. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Und von der Geist ist sehr ruhig. Der ist sehr langweilig. Gut, es ist eine Nonne. Also klar, dass die jetzt hier kein Rockstar ist, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, wir sind auf dem Holzweg. Und das wird gleich ganz eng. Aber bitte zeig mir wohl. Okay, wir haben also einen Geist, der auf die Videocam, so wie es aussieht, reagiert. Ein Videocam. Ein Camgeist. Das bedeutet, wir hatten die falsche Temperatur. Oder das falsche EMF. Und das ist böse. Und das wird mir... Ah, Bubble! Bubble! Aber wo war das zweite Bubble? Das ist wahrscheinlich hier in der Nähe irgendwo. An der Treppe oder so. Oder auf der Treppe. Lass mich denken! Hör doch! Hä? Ich hab doch gebodyblockt! Hä? Wieso bist du durch mich durchgeflogen? Sag mal, hast du es noch? Hast du sie noch alle? Hallo? Wo trägst du jetzt meinen Bubble hin? Sag mal, ich glaube, es hakt. Ich habe mich jetzt extra... Bitte sei die Nonne, bitte sei die Nonne, bitte sei die Nonne. Ja, du bist die Nonne. Ich habe mich jetzt extra dazwischen geworfen, damit er diesmal nicht meinen Bubble nimmt. Was? Ich glaube, es hakt. Schon wieder? Warum? Ich bin noch fast fertig. So, und jetzt bitte. Entspann dich. Bitte sei nicht da, bitte sei nicht da, bitte sei nicht da. Ich hab's doch fast. Hey, du machst mich fertig. Er soll mal hier jetzt irgendwas machen. Ich habe eine Quest, die ich beim ersten Versuch hinbekommen soll. Aber wenn es hier die ganze Zeit nichts macht, dann wird es nichts. Erinnert ihr euch noch an die Bugs? Die sind scheinbar behoben. Und das ist super. Also, ja, theoretisch ist schon super, aber in dem Fall ist es doof. Ich glaube mir die ganze Zeit meine Bubble. So, ich gehe jetzt wieder rein. Da haben wir noch Crucifix, letzte Charge. Und hier haben wir unsere Bubble. So, und jetzt bitte. Wenn er... Ich muss den Buddy blocken, weil sonst kriegt er mir einen Bubble weg. Da wäre es jetzt natürlich gut im Koop zu sein. Ne? Der eine drains und der andere Buddy blockt das Viech.
Aber der Dread ist dann so gesehen sicher, wenn sich der andere wirklich safe opfert. Weil sonst weißt du ja nicht, wenn du... Ha! Alle guten Dinge sind drei. Just saying. Das war schon immer so. So soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gegeben. Alles passt perfekt zusammen. Weil endlich alles stimmt und mein Herz gefangen ist. Es weint mich an. Okay, was haben wir da? Rundfunkempfänger. Weinen. Aber das passt. Ich würde sogar fast eher sagen ruhig noch, aber müssen wir schauen. Also, das heißt, ich spiele wie vielleicht falsch, oder? Ich verstand. Weg vom Zaunfall, verstanden. Ach nein, du ziehst nicht hin. Ach so, in das hintere Zimmer, okay. Ins Hinterzimmer. Ja! Spawn vielleicht noch in mir. Heißt das jetzt, hier ist eine Kugel oder hat er sie jetzt dabei? Ja, und jetzt jagt er auch noch! Wie soll ich denn das machen, wenn er mich gerade weggezogen hat? Machen! Revanche! Er hat mich gerade weggezogen, wie soll ich denn das machen? Aber gut, wir hatten jetzt sowieso die Nonne. Also es könnte eine XXL-Folge werden, aber das war jetzt asozial. Was soll ich denn machen, wenn er mich wegzieht? Was soll ich denn da machen? Ich würde sagen, Start Schule, schwer, let's go. Also... Da hast du ja gar keine Chance. Soll ich da an jeder Ecke irgendeinen Gegenstand haben? Ja gut, das war eigentlich nicht so verkehrt. Aber, ne? So. Mach damit irgendwas. Weil das ist jetzt echt asozial gewesen. Da kann ich ja nichts. Da kann ich ja nichts machen. Ne, ist klar. So, was haben wir? Kinderspielzeug? Nö, Video. Ja, pass mal drüber. Ja. Vielleicht ein Notizbuch auf Video. Okay, also Video. Video und theoretisch ein Plasmaabsorber können wir jetzt mal mitnehmen. Den stelle ich aber jetzt noch hier hin, damit er mich hier nicht nervt. Also er wird mich auf jeden Fall nerven, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und dich auch da droppen. Aber da hast du doch keine, weil selbst wenn ich in die andere Richtung direkt laufe, vielleicht wäre ich ganz knapp zu meinem Equipment gekommen. Aber sonst habe ich doch keine Chance. Ist ja doof. Nö. Einfach nö. So, wir starten jetzt hier. Und diesmal gehe ich rechts rum. Bup, hier ein bisschen Schlangenlinien laufen. So. Tür habe ich nicht gehört. Nö, da war keine Tür. Nö. Welche Tür? Tür? Nö. Tür? Nö. Gut, jetzt es fehlt mir aber immer noch der Vampir. Vampire Diaries. So, hier ist alles clear. Hier ist kein Ghostie. Hier ist noch nichts. Gut, dann ich gehe trotzdem wieder hier, also doch wieder hier hoch, weil... Aha, wir haben Blutkotze. Er hat Bröckchen gelacht. Hier haben wir auch Kotze. Das Gute ist, wenn wir Kotze haben, dann ist der Vampir noch mit drin. Drei der Geister, die wir jetzt noch zur Auswahl haben, sind cool. Die sind richtig cool. Zwar Vampir, Marionette und Traumverschlinger. Wobei, Vampir weiß ich noch nicht, aber Vampir, glaube ich, ist auch cool. Aber sehen wir jetzt gleich. Und vor allem, gut, bei meinem Glück wird es die Dunkelheit sein. Aber es wäre schon nett, wenn die Entschädigung sozusagen einer der neuen Geister ist. Oder einer der für mich neuen Geister. Ich frage mich nur gerade, wo der Geist ist. Denn ich habe noch kein Signal. Und scheinbar auch kein Geist, der die Ophanape braucht für seinen Gegenstand. Warte mal. Hier hätten wir die Fackel. Hier hätten wir die Ophanape. Also Traumverschlinger könnte raus sein. Videocam. Und hier. Okay. Vampir oder Marionette? Na, dann wir haben bis jetzt noch keine Bubble gesehen. Oh, gut, ich mag auch die Marionette. Hier haben wir das Kinderspielzeug, by the way. Ich mag... Nein, wir haben Traumverschlinger oder Dunkelheit. Ist ja doof. Dann wahrscheinlich die Dunkelheit. Shadow on the Wall. Da haben wir noch eine, also hier Bubble und in dem Klassenzimmerpool. Schade. Schade. Ich habe wirklich gehofft, dass wir nicht die Dunkelheit haben. Oder den Traumverschlinger. Gut, Traumverschlinger habe ich auch nichts dagegen, mache ich auch gern. Hier ist nochmal Blutkotze. Aber schade. Ich hätte gerne Vampir gehabt.
So, und ich habe immer noch kein Signal. Es gibt keine Option, dass man kein Nichts hat, also kein Nichts hat, wow. Dass man keine Partikel hat, also man hat Partikel. Aber wo ist der Geist? War der schon hier? Nö. Hier liegt noch alles wie, ja, wie es eben lag. Hallo? Danke. Die Geister sind heute asozial. Geister sind heute nicht auf meiner Seite. Die mögen. Ja gut, ich könnte wirklich was zu essen vertragen. Das macht mich echt hungrig hier. Alter Vater. Glaubt man gar nicht, aber es macht schon hungrig. Und das hier ist einfach eine seltsame Tür. Ja, es ist seltsam, die Tür so zu öffnen. Besser gesagt. So. Und jetzt haben wir natürlich kein Signal mehr, weil du da hinten bist. Der macht mich narrisch. Der macht mich narrisch. Okay. 3, 4, 5. Und Freezing. Thermometer. Ne, warte mal. Hier hatten wir Freezing. Und hier hatten wir einen Fünfer, mindestens. Dann haben wir den Traumverschlingender, weil eben UV-Noppel. Okay, Traumverschlingender. Check, das hätten wir schon mal. Jetzt fehlt nur noch der restliche Schmarrn. Warte mal, passt es auch... Was habe ich jetzt gemacht? Ah, er war hier. Er hat gemalt. Hat er gemalt? Ein Schädel. Das passt auch zum Traumverschlingender, soweit ich mich recht erinnere. Schädel. Traumverschlingender. Verschlinger. Traumverschlinger. Weiß nicht, wieso ich immer Verschlingler sage. So, bitte den Rest auch. Danke. Also das funktioniert jetzt nicht so wie geplant. Gut, den Plasma-Absorber, den lasse ich jetzt mal noch. Check. Spielzeug. Video. Hä? Er hat da hingemalt, aber... Er hat... Hä? Man... Wie kann er in das Büchlein malen, ohne dass wir ihn sehen? Er muss doch irgendwie da gewesen sein, oder nicht? Bin jetzt ganz doof, wahrscheinlich, aber, ne? War hier noch was? Naja, von Lampe haben wir ja dabei. Los geht's. Holen wir uns mal seine Bubbles. Ja. Da ist jemand, ein bisschen Agro, kann es sein? Oh oh. Es erscheint. Aha. Gehst du weg? Das sieht voll gruselig aus, wie er da so vor der Tür chillt. Hä? Wieso verschwindest du? Okay, er knurrt mich an. Hallo, Videocat, da war doch gerade ein Geist. Hä? Oh no. Okay, er hat mich angeknurrt. Nurren. Okay. Partikelzähler haben wir halt noch nicht. Aber... Ja, was habe ich dir getan? Warum? Wo habe ich meinen Partikelzähler? Hallo. Tschüss. Wo habe ich jetzt meinen Partikelzähler? Ja, jetzt kommt er geflogen. Partikelzähler. Bitte. Bitte, er war gerade noch hier. Natürlich nicht. Das wäre ja auch viel zu leicht, wenn jetzt auf einmal hier wäre. Ich habe jetzt noch eine Charge. Das, also der ist auf jeden Fall ein bisschen... Ja, vielleicht gequält sogar. Mhm. Ja, der ist... Der wirkt für mich... Der wirkt auf mich sehr gequält, ja? Und er ist sehr aggro. Ich dachte mir gerade schon, hä, wieso hört doch einmal der Sound auf, der war doch hinter mir. Also 100 bis 500 und jetzt ganz schnell zurück. Sonst wird das Ganze ein bisschen länger. 100 bis 500, also das hätten wir jetzt auch schon mal. Ja. Check. Und wir haben noch keine Bubble gefunden. Also doch, wir haben sie schon gefunden, aber wir haben sie noch nicht gedrained. Und haben jetzt schon fast nichts mehr. Also jetzt schon einen Kruzifix verballert. Das wird ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. So, ich mache jetzt was. So, dich will ich drin haben, für den Fall, dass jetzt gleich wieder die Tür zugeht. Natürlich, das war ja so klar. Aber wobei. Nee. Wir haben seine Bubble noch nicht. Nee. Warum? Hä?
Hast du bei gesagt? Also, Ladies and Gentlemen. So kann's auch mal laufen. Ich weiß nicht, was heute mit den Geistern los ist. Ich hatte mein Kruzifix doch in Hand. Ich hatte auch sonst einen Gegenstand dabei. Aus meinen Dingens und, ne? Vielleicht habe ich zu früh gewechselt und es zu früh hingeworfen. So kann's auch mal laufen. So kann's auch mal laufen. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat dieses Video dennoch gefallen. Heute ist der Wurm drin. Ich dachte mir gerade schon, alle guten Dinge sind drei, aber das könnte dann eine XXXXL-Folge werden. Aber ja. Es hat auch letztens einer im Stream gesagt, hey, wie kann es sein, dass du fast kein Geld hast in den anderen Spielen? Du zeigst ja immer nur die Spiele oder die Videos, in denen du überlebst. Im Grunde zeige ich euch immer genau das. Ja, alles. Ich zeige euch im Grunde alles. Ich zock's außerhalb der Aufnahmen und Streams nicht. Und sowas kommt halt auch mal dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Es sollte heute nicht sein, weder die Nonne noch der Traumverschlinger, aber wir werden auf jeden Fall hoffentlich, denke ich, demnächst mal einen Vampir haben. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.